Ich bin Ulrich Mertens, ich komme aus Ostwestfalen-Lippe, wohne in Hamburg, bin Fotograf und Künstler. Was ist mir heilig, habe ich zusammen mit Valerie Wagner in der Kooperation entwickelt. Und es geht darum, Menschen zu fragen, was ihnen wirklich wichtig ist. Und diese Redewendung, was ist mir heilig, zielt ja eigentlich erstmal auf eine profane Antwort. Ich würde zum Beispiel sagen, mir ist mein Mittagsschlaf heilig. Aber dann im Nachklang kommt gleich die Frage, was ist mir wichtig, was sind Werte für mich? Und das hat mich interessiert, was auf den Menschen, die auf den Katholikentag gehen, was denen heute noch heilig ist. Wie ich meine Konzepte umsetze, das hängt immer von den Projekten ab. Ich bin nicht jetzt auf die Kamera fixiert, auf die statische Kamera oder auf die Großformatkamera, wie in anfänglichen Zeiten, auf die analoge Fotografie oder digitale, sondern in diesem Fall habe ich eine kleine Videokamera genommen. Und um möglichst unauffällig zu sein, um nah an die Menschen ranzukommen. Und warum hast du dich für Video entschieden, als Fotograf, fürs bewegte Bild? Ja, diese Antworten lassen sich eigentlich mit einer festen Kamera nicht umsetzen, mit einem festen Bild. Zumindest nicht so, wie ich es jetzt als Idee hatte. Weil sie sollten gleichzeitig auch in den Social Medias präsent sein. Und dann ist es schon schön, wenn man mitten aus dem Leben greift. Und das geht eben nur mit Video. Ich habe schon mal eine Arbeit gemacht, Aside from Time, wo ich mit einer Videokamera gearbeitet habe. Aber dort sie fast so eingesetzt habe, als ob es ein stehendes Bild ist. Man merkt gar nicht auf den ersten Blick, dass dort eine Landschaft gefilmt wird, die mit Video gefilmt wird und nicht mit einer Kamera. Das erweitert einfach die Möglichkeiten ungemein und je nachdem, was ich aussagen will, nutze ich ein bestimmtes Medium und da bin ich nicht eingeschränkt. Also die Visualisierung steht dann im Vordergrund. Die Visualisierung, das Konzept, die Idee steht im Vordergrund. Wenn man so eine persönliche Frage stellt, muss man immer eine Beziehung vorher aufbauen. Und ich bin sozusagen über den Katholikentag gegangen und habe wer könnte mich interessieren. Am ersten Tag waren es zugegebenermaßen auf die Farben der Schirme, denn es hat furchtbar geregnet. Und wer einen interessanten Schirm hatte, dachte ich, oh, da gehst du mal hin, dann hat man einen Aufhänger. Und am zweiten Tag ist es so, man hat ja so ein Gefühl, ob man mit Menschen einen Kontakt aufbauen kann oder nicht. Und wenn es mir nicht gelungen ist, dann habe ich auch oft eine Absage gekriegt. Dann haben die nachher gesagt, nee, dürfen sie nicht veröffentlichen. Und so ist das schon auch eine emotionale Arbeit, diese Frage zu stellen. Wir haben das relativ zeitnah geschnitten. Und dann wurde das auf der YouTube-Seite vom Bonifatius-Werk veröffentlicht. Das Bonifatius-Werk fungiert als Auftraggeber in diesem Fall. Und dann über Twitter und Facebook bekannt gemacht. Und jetzt gibt es eine Playlist auf YouTube, wo man, ich glaube, 120 Antworten sich anhören kann. Auch solche Antworten wie, was ist mir heilig, die Couch in meinem Wohnzimmer oder Pizza. Ja, es ist eine große Spannweite. Wie haben die Leute reagiert auf die Frage? Oh, das ist aber nicht einfach, so eine Frage zu antworten. Das war die häufigste Reaktion. Oder es gab ganz spontan eine sehr professionelle Antwort, gerade bei den kirchlichen Würdenträgern. Die haben natürlich immer was parat, was sie auf so eine Frage sagen können. Aber das fand ich nicht so interessant. Es ist schon interessant, von den in Anführungsstrichen normalen Menschen zu hören, was ihnen heilig ist, was ihnen wichtig ist. Ich habe erstmal gemerkt, dass es so funktioniert, dass man über den niedrigen Einstieg zu wesentlichen Gesprächen kommt. Viele Gespräche oder haben sich dann natürlich aus diesem Interview entwickelt und wir haben uns noch lange unterhalten. Und für mich, ich habe mich natürlich auch gefragt, was ist mir eigentlich heilig? Während es früher einfach nur der Mittagsschlaf war, sind es heute auch Dinge wie,
wie bei vielen anderen, Familie, Freunde, Nachbarn, die alten Freunde in Fürstenberg, aber auch die Art und Weise mit zu kommunizieren, dass der Zufall